Hallihallo und ein herzliches Willkommen der 100 Baby zur 100 Baby Challenge. Und ja, was passiert? Das ist ja wohl nicht wahr, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich starte das Spiel und Jess ist in den Wehen. Oh, meine Arme, ja komm, bekomm mal dein Baby, Na komm. Na los. Geh mal in den Babyraum. Gott, da muss ich ganz kurz Stopp machen. Weil ich ja noch Namen. Ich habe Namensvorschläge, die habe ich jetzt. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert. Deswegen habe ich die gerade nicht offen. Moment, Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich wieder. Ah, da sind sie. Gut, also einmal. Los. Ach so, das ist mein Merkmal. Ja, mein Grundstücksmerkmal. Ja, ich hoffe, ich bekomme jetzt aber auch nur jetzt so viel. Und. Ein Mädchen! Ach, ich werd verrückt. Es ist ein Mädchen. Und da haben wir den Namen Grace. Grace. Oh, jetzt habe ich mich auch noch verschrieben. Jetzt habe ich mich verschrieben. Also, Grace Black. Hallo. Ach, das ist jetzt nicht wahr. Ich habe nur eins. Ach komm. Jetzt. Ich hab doch schon ein Kind bekommen. Ah, Mano. Ich dachte jetzt wirklich, das werden mehr als eins. Jetzt fühle ich mich etwas verarscht vom Spiel gerade. Aber nur ein bisschen. Und es ist wieder ein Mädchen. Ach, es ist sehr faszinierend. Okay, dann tu mal liebkosen und hüpfen und schaukeln. Ach, verdammt, sorry, Schatz, jetzt hier hast du verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Haben wir noch keine weiterentwickelt? Ach so, nein, die wachsen ja noch. Oh, dann tu die mal bewässern. Und danach tun wir mal düngen, aber jetzt schauen wir erstmal, wie das hier dann ausschaut, weil das ist echt einiges zu tun hier. So geht's dir gut. Schön. Die kleine Grace ist da. Wie geht's, meinen Kiddies? Schaut's aus? Hausaufgaben nicht begonnen. Ja. So ist das mit euch. Jetzt isst doch mal. Das ist da noch gar, du hast eh noch Hunger. Und dann machen wir dann. Was? Oh, das ist noch ein Omelett einstecken. Danach machst du mal Hausaufgaben. Schaut's bei dir aus. Wo sind deine Hausaufgaben? Ach, ihr Kinnersch, ihr macht mich fertig da. Jedes Mal suche ich die blöden Hausaufgaben. Und jedes Mal finde ich sie nicht. Denn jetzt wieder hinkriegt. Ja, hier scheinbar nicht. Da ist auch nicht. Nee. Was tut die denn hin? Hier draußen? Nein. Den hier? Nö. Hä? Also irgendwie bin ich manchmal schon ziemlich verwirrt. Ach, die elendige Suche nach den Hausaufgaben. Ja, da muss ich wohl oder übel neu kaufen.
Bestellen. Hä, wieso kannst du keine Bücher bestellen? Hä? Ach Mann, hast du wenigstens deine Hausaufgaben? Ja, wenigstens einer. Hast du Hunger? Ey Junge, das ist nicht dein Ernst. Aha. Sag, solltest du nicht... Bist du schon fertig? Ja, Tatsache. Düngen. Was bringt das eigentlich mit dem Düngen? Würde mich wirklich mal interessieren. Kannst du mal... Ist ja egal. Oh, einfach mal durchdüngen. Echt keine Ahnung, was das bringt. Ich hab keinen Plan. Oh, das war die falsche Pflanze. Warte, jetzt gehst du mal... Na... Oh, was sind denn die Hausaufgaben? Das macht mich wahnsinnig. Nicht hüpfen. Windel wechseln. Na los. Wenn du es schon machen willst, dann mach gescheit. Dann mach gescheit. So, meine Stimme war jetzt kurz weg. Oh. Boah. Wo sind denn die blöden Hausaufgaben jedes Mal? Das nervt mich so. Kannst du... Stellen. Bücher. So. Das muss aber Fähigkeiten sein, oder? Ich schätze einfach mal. Doch, schon mal nicht. Sachbücher können es auch sein. Natürlich nicht. Poesie, Emotion kann es nicht sein. Hä? Krimis kann es auch nicht sein. Das ist doch eigentlich Kinder. Ach, Hausaufgaben, danke. Hab ich jetzt, ne, hab ich die richtigen. Bitteschön. Du darfst auch Hausaufgaben machen. Jetzt spürst du schon wieder ab, du Kind. Du Kind. Mano. Hör auf damit! Geh spielen! Los, geh weg! Oder muss jemand auf die Toilette? Aber das ärgert mich jetzt, dass es wieder nur ein Kind geworden ist. Echt. Ach Mann. Sollen wir uns hier mal ein bisschen mehr anstrengen? Schaut's aus bei dir? Du hast jetzt Hunger? Dann geh mal hin und ess das noch gar auf. Ne, ich glaube, deine Zusatzaufgaben kannst du... Hä? Ich dachte, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Echt? Also, ich frage mich manchmal, was ihr da so treibt, ne? Hört auf. Lass die Hausaufgaben machen. Psst, deine Anonik macht. Siehst du, damit ist sie fertig. Dann kannst du... Wie? Keine Zusatzaufgaben machen? Bist du noch nicht so weit? Nein, sie ist noch nicht so weit. Okay. Entschuldigung. Jetzt kannst du was Schönes machen. Geh doch auch noch ein bisschen spielen. Hopp. Zack, zack. Und du kannst jetzt aufhören zu spielen und machst Hausaufgaben. Und du lässt die jetzt nicht hier irgendwo dann liegen. Uns verstanden? Ciao, da kommt dein Bruder zu dir. Möchte mit dir zusammen Hausaufgaben machen. Ja, noch. Klein Grace geht's noch gut. Geht's dann? Wie geht's deiner Mama? Geht's auch gut? Gehst du jetzt hin? Hausaufgaben machen, kommst auch hier runter. Ach, wie süß. Ja gut, wenn ihr alles da dort liegen lasst, weiß ich ja wenigstens, wo sie sind. Also, wäre jetzt auch nicht verkehrt. Bist du schon Zweier-Schüler? Kannst du schon? Zusatz? Ja,
Ja, du bist zweier Schüler. Sehr gut. Dann los. Nein, weiter geht's. Leid's mir tut. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen hinterher sein müssen. Und, Jess, zieh dir mal was an. Singen üben. Outfit. Okay, wir hätten noch zur Auswahl. Björn Bjergsen. Ist natürlich jetzt überhaupt nicht mein Fall. Der Axel mag uns ja wirklich nicht wirklich. Der Riedfig, keine Ahnung, hat auch nichts mit uns weiter zu tun. Und der Rest sind alles unsere Kinder, außer Dominik. Wer ist das? Dominik Weber. Ich lade ihn heute mal ein. Das ist ein guter Freund. Wer ist nee, da. Das ist ein Freund. Okay. Habt's jetzt fertig? Und habt es ja auch eingesteckt. Ja? Nee. Hat sie nicht. Komm, bleibst du jetzt da? Ich sag's dir. Hier wird brav gemacht. Ey. Leute. Hä? Was? So ging da jetzt die Tür auf. Oh, ja. Hey, kennenlernen. So. Tag fragen. Fragen, ob es Single ist. Muss ja mein tägliches Ritual machen. Ich muss ja wieder schwanger werden. Dann flirtest du mal. Er ist Single. Sehr gut. Ist etwas leichter dann. Tanzt doch mit ihm. Und redet mal über Interessen. Und mach ein von Herzen kommendes Kompliment. Und wenn du dann fertig bist, du hast hier brav aufgegessen, du bist müde, gehst ins Bett. Bist auch müde. Warte, ich sag's dir schon. So, deine Hausaufgaben dabei. Brav. Und du bist fertig. Yes. Warte, ich mach schon. Keine Angst. Keine Angst. Und du gehst dann hoch. Und tust sie füttern. Und schaukeln. Und kosen. So. Magst du nochmal Kompliment? Sag mal, jetzt... Ah, jetzt räumt sogar schon der Besuch auf. Das ist doch nicht wahr. Ist denn das die Möglichkeit? So. Na, gefällt dir das, ja? Frag mich mal nach deinem Liebesleben. Ich hoffe jetzt einfach, dass du es auch einsteckst. Ah, oh, Gott sei Dank. Ich bin neu. Einen schmutzigen Witz erzählen. Ein Kuss erleben. Chumcha Hino. Zumbor. Pleven Wanu. Und? Oh, schön, dass sich die Lucy drum kümmert. Das ist wirklich lieb von dir. Oh, wie oft haben wir das schon gesehen? Wie oft haben wir es schon gesehen? Nummern austauschen könntest du mal noch machen. Jetzt hörst auf. Tut mal Händchen halten. Ein Baby machen.
Das ging verdammt schnell. Und wenn du dann fertig bist, junge Frau, darfst du noch mal auf die Toilette. Und dann auch ins Bett. Ich habe ja auch nicht das Grundstück verlassen, ich bin ja hier geblieben. So, jetzt bist du aber auch fertig. Naja, tut mir leid. Aber du darfst dich jetzt auch ausruhen. Hallo? Was war denn das jetzt wieder? Hä? Was spinnst du? Du gehst nicht in ihr Bett. Nein. Gehst bitte dahin? Nicht schwanger. Na, warte. Und nochmal. Ach, jetzt ist das auch noch kaputt. Streng dich mal an. Jetzt ist die Toilette kaputt. Gehst du mal hier kurz? Wenn ihr fertig seid. Was ihr jetzt seid. So. Kinder schlafen, das ist schön. Ja, jetzt geh mal. Ich hoffe, das hat jetzt auch geklappt. Bitte was? Sehr energiegeladen. So, so, Zwillinge. Neues Baby. Erstes Techtelmechtel. Oh, ich bin total müde und hab Hunger. Und? Oh, na Gott sei Dank. Ah, ich glaube, das hätte mich jetzt aber fertig gemacht, wenn nicht. Jetzt ist mal noch das Tortenstück. Und dann muss ich dringend schlafen. Schon wieder schwanger. Schaut mittlerweile aus. So ein kleines Pummelchen. Noch ganz süß. Hey, wo gehst du jetzt hin? Nein, jetzt brauchst du ihm jetzt nicht sagen. Er wollte gehen. Dann lass ihn gehen. Und mit dieser freudigen Nachricht sind wieder schwanger. Verab. Achso, schon, war schon wieder. Nein, 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 nein. Und jetzt nein, 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 nein. Windel wechseln. Schlafen. Ha! Also, wir zusammenfassen mit der Folge. Wir haben Grace bekommen und sind aktuell wieder schwanger. Grace ist hier mit Kind Nummer 12. Oder? Ich muss kurz gucken. Ich muss kurz spicken. Gerade sagen, ihr müsst langsam auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und schwanger sind wir. Hoffentlich wird es Nummer 14 und 15. Und da hoffe ich doch jetzt mal, dass es dann Zwillinge werden. Aber das seht ihr, das werden wir auch nicht in der nächsten Folge sehen. Das wird jetzt ein bisschen doch dauern. Aber ich wünsche euch bis dahin, bis zur nächsten Folge, einen wunderschönen Tag. Wir hören uns hier in 2 Tagen wieder. Also dann, tschüss.